Hier haben wir die ganze Aufhängung bzw. Befestigung für den Prosetzix. Hier sieht man, wo die Befestigung reingeht. Diese Schrauben kann man direkt in den Korsettsitz reinschieben. Zuerst mache ich da noch diesen Schallschutz drauf oder dieses Gummi, damit es nicht rutscht. Dann einfach reinstecken. Beim zweiten genauso. Die untere Befestigung besteht auch wieder aus einem Gummi, dieser Plastikhülse und dieser Schraube. Und hier haben wir noch einen Schlüssel, um das Ganze festzumachen und eventuell später nochmal nachziehen. Jetzt können wir diese zwei Schrauben in die Löcher reintun. WC-Sitz ganz offen lassen und dann von unten die ganze Aufhängung machen. Wie gesagt, zuerst wieder diese Gummidichtung. Dann kommt diese Hülse drauf. Und dann kommt noch diese Schraube. Nachdem der WC-Sitz unten befestigt ist, korrigieren wir nochmal die Position und wenn alles stimmt, können wir mit diesem Schlüssel nochmal fest anziehen. Machen wir mal eine Probe.